Herzlich willkommen bei Gerrit Mondemo-Blog zu einem neuen Video. Am bei ist der Manfred heute dabei, ist ein guter Freund von mir und ich sage jetzt unter uns Militärexperte im Bereich Sachen, wie schon im anderen Video kurz erwähnt, wo wir mit ihrem Panzerbau gemeinsam und ja Manfred, wir haben heute, ich habe dich dazu geholt, wir haben heute was fast Militärisches haben. Ja. Und zwar haben wir von Rock Hobby den neuen Village Jeep gekriegt, ja, zum Vorstellen. Das ist eine Kooperation mit D-Bauer Modellbau aus Deutschland, die den Vertrieb für Rock Hobby in Europa haben. Und wir haben jetzt den Rock Hobby, den Village Jeep gekriegt. Und der packen wir jetzt aus, aber erst noch ein Intro. So, da war jetzt hinten das Messer, Manfred. Du darfst auspacken, wenn du willst. Ja. Lass du gleich aufstehen. Das können wir schon sagen, wir wissen, dass im Maßstab 1 zu 6 ist er, ne? Mhm. Und das Ganze ist, was besonders ist, irgendwo, ist gleich alles Bordplastik, ne? Ich glaube das, ja. Ah, dann haben wir einen großen Sticker. Wie gesagt, das ist die Kooperation mit D-Bauer und so, da lacht uns schon entgegen. Der Jeep, was haben wir gesehen, glaube ich, das Lenkrad dreht sich glaube ich auch mit. Dreht sich mit, ja. Ja, holen wir raus, dann setzen wir es wieder nieder. Okay, schauen wir es nochmal an. Richtig, ein Koffer drin oder was? Bist du narrisch? Das ist ein Koffer. Sehen wir jetzt an. Da Kamera rein. Ein Koffer. Was? Anders sehen vielleicht? Na, warte, das ist. Ah, ja. Dann fällt ja die Koffer. Bist du narrisch? Ja, das ist. Reisekoffer gleich fürs Auto. Ja, perfekt, oder? Das ist eine coole Sache. Bist du narrisch? Wow, was ist da oben? Tada! Voila! Gut, da leuchten sie schon was entgegen. Ja? Okay. Stoffsitz. Wow, bist du narrisch? Sehr detailgetreu noch. Ja. Gut. Mhm. Die Spiegel, schau mal die Spiegel rein. Boah, echt? Sehr genau gedreht. Ja, da packen wir nochmal aus, oder? Mhm. Beschreibung. Also ich habe schon viel Modellautos ausgepackt, aber sowas habe ich noch nicht ausgepackt bis jetzt. Also echt so edel, vor allem wenn du Modellauto fahren gehst, boxen da ein, nimmst du schon mit, hast du alles dabei. Alles dabei, geschützt. Das ist super. Ja. Wunderbare Sache. Das heißt, können wir uns wieder niedersetzen und quatschen mit dem Blätter herin. Ich muss ja fast jetzt die Sachen dazu nehmen. Die Details füllen. So ist der Karten so der hier. Sogar eine deutsche Beschreibung dabei. Ja, alles in Deutsch habe ich geschrieben. Ja. Also, da haben wir echte, eine Schaufel drauf, oder? Und der Hocken, richtig montiert. Also, mit Gurten richtig montiert, nicht irgendwie noch aufgepickt. Also, realistisch, ohne Ende. Ohne Ende, ja. Auch die dünnen Rahmen. Die Originalbereifung, ja. Den Originalprofil. Da hinten die für die Kahn, für die Fanisten die Halterungen. Die Halterung, ja. Reserveradl drauf. Sehr gar keine Ahnung dabei. Ja.
Nein, das Rohrwerk ist ziemlich originalgetreu. Das ist alles Rohrplastik, es kann nichts sein oder irgendwas. Ja. Das Cockpit. Hoppala. Cockpit einfangen können. Die Pedale sind angedeutet. Hinten haben wir eine Box drin, für den Akku, glaube ich, sowas. Mhm. So. Das steht da wie beim Original eigentlich. Ja. Motorhaube. Motorhaube. Und da ist irgendwas zum, glaube ich, zum. Ja, da ist eine Hebe, eine Stange. So, Original. Da ist die Stange praktisch zum. Die Halterung willst du jetzt, oder? Da ist die Stange dazu. Aber es sieht besser. Mit Motorraum drinnen. Ganz cool. Irgendwo gibt es jetzt einen Knopf, dass man das aufkippen kann. Kannst du die? Ja. Da geht ein Vierer kippen, oder was? Hinten müssen Bodyclips sein. Okay. Bodyclips? Das sieht jetzt nicht, ja? Hast du schon? Ja, warte, ich mach das dann auf. In den Kofferraum zu machen hin. So, da sind sie. Habe ich es gesehen? Ah ja. Nummer 1. Hast du den zweiten? Ja. So. Dann müsste das aufgehen. Ja, das obere. Ah ja. Da. Wow. Da gibt es auch eine Stange. So, wo ist die? Sollte eine sein oder was? Oder? Es sollte eine sein, ja. Halterstange zwischen Chassis und Karosserie. Da ist irgendwas so. Ist die vielleicht irgendwo noch vorbei? Nein, oder? Müsste da sein und zwar müsste das. Ach so, ja, der ist schon, oder? So. Ah, nehmen wir die da. Sehr gut. Das gehört da her und da her. So. So, da. Mal schauen, wie wir da ein Licht herbringen. So, da. Also, wir haben auf jeden Fall, und das sieht da drauf, wir haben auf jeden Fall einen Frontmotor. Würde beim Original auch gewesen sein. Motor vorne, ne? Mhm. Original, ja. Ja, wir haben hinten das Verteilergetriebe, dann ist da der Akku drinnen. Ja. Kann das sein, oder? Nein, die Box ist nicht zum Öffnen. Okay. Ich glaube, dass man das mal durchrechnen kann. Nein. Wir haben also die. Nicht so die billigen Damier-Stecker, schon die XT60-Stecker da. Wir haben Stoßdämpfer. Einstellbar. Einstellbar. Mit Aluminiumkappen. Wir haben ganz, ganz dünne Reifen. Original. Sechs, wie auch wieder original. Die Mischung ist auch relativ hoch. Es ist nicht so, weil es nicht für kein Compound-Reifen wird, aber für einen. Widerschip wäre der hochtechnische Geländereifen gewesen. Ne? Originales Profil von früher. Genau. Ja. Originales Profil. Dann, was haben wir da hinten? Abschlepp. Anhängerkupplung. Anhängerkupplung ist da drin. Amerikanische. Amerikanische. Okay, ja. Aber ich finde es schon mal cool. Da gibt eine Karosserie zum Aufkippen. Kann man da oben anschraufen, da drinnen, haben wir schon gesehen, die Schrauben. Mhm. Da kannst du es auch annehmen. Mhm. Zwei Schrauben links und rechts. Da kannst du es runternehmen. Ja, was ist einfach mal dabei, kann man mal kurz die technischen Fakten. Der ist jetzt lang 53 cm lang, ja, hat eine Breite von 258 mm, Höhe 270 mm. Und ein Radstand von 324, also von dem her ist er, habe ich gesagt, er ist eigentlich 1 zu 6, aber der Wille ist ja klar, weil ich sage jetzt der Traxxas, mein DRX4 Sport, der hat auch 330 mm Radstand und der hat jetzt 324 mm Radstand. Ja. Und von dem her ist er eigentlich ein richtiger Scaler von der Größe her, von der Klasse her, von den Spurbreiten her, Bodenfreiheit immerhin fast 4 cm Bodenfreiheit. Ja. Allrad gesperrt, wie halt ein Geländeauto ist. Es ist auch der Regler und der Motor ist ein Brushed-Motor, der Regler ist wasserdichter.
Wir haben 15 Kilo Server mit Metallgetriebe drinnen, also mit 15 Kilo Stellkraft drinnen. Ja. Und ja, Fernsteuerung ist als Süße dabei. Ich habe noch gerne herzeigt, das sind zwei Teile. Die kann man da irgendwie dann, das habe ich noch nicht rausgefunden. So, na doch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber jetzt haben wir praktisch schöne Fernsteuerung mit den wichtigsten Dingen. Man kann dann jederzeit, man hat jetzt was hat man da drauf. Channel 4 plus minus. Okay, jetzt haben wir eine 3-Kanal-Fernsteuerung. Taster. Ja, die grundlegenden Einstellungen, was muss man da mal die Anleitung durchlesen, was das ist, aber im Prinzip grundlegende Fernsteuerung und man kann dann eh seine eigene verbauen. Ja, also ich finde den schon extrem skelig, vor allem das Ding kostet Liste 349 €. Wie wir schon gesehen, selber geschaut, es gibt das Ganze natürlich auch in Übersee. Bei den Asiaten schon billiger, um 289 €, aber du musst immer dazu rechnen, der Versand. Das kommt dazu, dann hast du einen Zoll dazu und du wartest auf teilweise. Ich habe schon ein paar Mal was bestellt, wenn ich es nicht anders kriege. Bis zu 2-3 Monate kann schon dauern, wenn so ein Backel auf meinen DRX so umhängen sehe, haben wir so Metall-Look, also Aufkleber bestellt, für 6x6. Ne? Die habe ich bestellt, das war vor der Corona-Zeit heute bestellt, jetzt sind es gekommen vorige Woche. Also. Das ist schon was. Ja. Und wie gesagt, das gibt es halt jetzt in Deutschland. Die Tiebauer macht eben den Vertrieb für Rockhobby. Rockhobby möchte da Fuß fassen. Es gibt mittlerweile auch kleinere, jetzt 1:28 haben sie ein paar Modelle schon. Mhm. Und jetzt wollen wir dann jetzt mal den Akku laden und dann mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Mal schauen, weil angeblich, was wir gesehen haben, damals wieder dreht sich das Lenkrad, glaube ich, sogar mit. Das Lenkrad dreht sich, glaube ich, mit. Das Lenkrad, ja. Müsste sich mitdrehen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere auf die Videos. Schauen wir mal, wir werden einen Betrieb nehmen. Und werden draußen testen einfach damit. Ja, was braucht ihr dazu? Ihr braucht einen Akku dazu, der Akku ist nicht dabei. Ihr braucht Batterien dazu. Da können die Batterien rein. Es waren glaube ich 4 Stück. 4 Stück können da in den Griff rein. Okay, dann kommt das da wieder reingeschoben. Okay. Gut. Weil dann würde ich sagen, wir suchen den Akku, machen eine kurze Pause, wir werden das mal alles anschließen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Ja?
So, da. Wir sind wieder zurück vom Fahren, ja. Und wir sind eigentlich alle zwar begeistert. Sehr begeistert, ja. Weil, sag ich mal, Schwachpunkt sehe ich da eigentlich nur an, wenn wir jetzt mit dem Negativen anfangen, das sind die Dämpfer ein bisschen. Die sind nicht ganz sauber, sag ich mal, das spackt ein bisschen, dann hängt ein bisschen, zwickt ein bisschen umeinander. Aber die ganze Abstimmung, das Fahrtenregler, der ist so feinfühlig zum Fahren. Der Servo hat genug Kraft, ich kann am Stand lenken, auch unter Belastung. Das Ansprechverhalten von der kleinen Fernsteuerung, das ist wirklich feinfühlig alles. Die Reifen, ich hätte es nie geglaubt, dass die dünnen Reifen so viel Grip haben, wirklich. Ja, also, so geschmolzen wie sie sind. Ja, ich habe das jetzt eh schon gesehen im Video im Prinzip. Also, es ist wirklich schön zum Fahren, sauber zum Fahren und vor allem die Heelbrake funktioniert, sprich, und der ist nicht so abrupt, also nicht, wenn es auslöst, bleibt nicht gleich hundertprozentig stehen, sondern ruht ganz minimal weiter. Dadurch kannst du nicht voll feinfühliger bergab fahren. Ich bin echt für das Fahrzeug. Ich kann nicht kaufen für die Meinung, Manfred, aber für mich ist es einfach wirklich um das Geld, um 349 Euro, habe ich schon, sagen wir mal, kriegst du keinen RTR. Sag mal, okay, da ist der Scale-Faktor im Vordergrund. Da geht es nicht um ein Performance-Auto, aber wenn du sagst, du willst C1 fahren oder du willst ein schönes Scale-Fahrzeug haben, ist es einfach alles. Da stimmt alles. Da stimmt der Regler, da stimmt der Servo. Es ist alles fein für angestimmt aufeinander gut. Und das ist ein einzigartiges Auto mit einem Licht, mit mitdrehendem Lenkrad, mit Scale-Details ohne Ende, also mit Sitze, mit Stoffsitze. Und es ist auch wirklich, das ist alles gedacht. Mit der aufgebauten Karosserie, sprich, das liegt euch nie im Weg rum, ja, und das ist eigentlich alles dran gedacht geworden, und für das gehört, ist es einfach mega. Und die Box dazu? Die Box ist einfach auch, da haben wir Tage nochmal. Wenn sie dann, sagt sie, ich fahre auf einen Wettbewerb oder auf Spazieren fahren, ne, dann habt ihr eine schöne Box, wo das ganze Fahrzeug wieder reinpasst, ja, da passen die Akkus rein, da passt die Fernsteuer rein, Auto rein, Box zu. Und ich kann es mit dem Auto spazieren gehen und mitnehmen, schön ist es. Gut. Rein die Kisten ist schon ein Hammer, ja. Also es ist styropor, auch viel edel und ich bin, also ihr wisst, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch, aber ich bin da echt begeistert von dem Ding und es ist echt cool, macht Fun, das Teil, wirklich. Und schön so zu sehen, im Gelände zu fahren, das Vorbild ist wirklich sehr realistisch. Absolut. Ja. Absolut. Also sind die Antriebswellen unten sind aus Kunststoff, sonst ist fast alles Metall. Aber ich sage mal, wenn man da jetzt nicht im Extremgelände fährt, ich mache das nichts, und sonst passen da der Standard-Karrenwellen genauso eine vom SX10. Es ist super stabil alles verbaut. Die Reifen, ich finde es für die Größe einfach sehr soft, da sind keine Einlagen, nichts drinnen, aber schmiegen sich an und es ist einfach witzig mit dem Auto zu fahren. Also ich bin da vorher hinten gefahren, also wo ich schon andere Autos getestet habe und der Kraxel drauf, der kippt nicht so leicht, also das ist wirklich, ich meine, das ist kein Fahrzeug für irgendein Felsengelände oder was, weil da ist einfach zu niedrig, ist halt das Scale-Fahrzeug, aber es ist irgendwo schön im Wald, in einem Gelände, im natürlichen Gelände, macht das wirklich mega Fun zum Fahren, also. Und sagt der Manfred, will sich einen zweiten, kriegt einen zweiten, der bestellt sich auch an. Genau. Ja. Der also ist schon begeistert davon jetzt. Ja. Den brauchen wir. Den brauchen wir, ja. Dann haben wir, kann ich mit dem Panzer fahren, mit den 120 Kilo, und ich fahre mit meinem Kleinen eben mit, als Begleitfahrzeug. Na, und es ist echt, ich bin begeistert. Sag ich mal, für das Geld, sag ich mal, Rockhobby, deutsche Anleitung dabei, wirklich, also echt sagen, ich bin echt begeistert. Ich werde noch, wir werden noch jetzt Puppen haben gesagt, wenn wir uns besorgen, also Fahrerfiguren. Hat der Manfred schon ein gutes Gesicht mit richtiger Begleitung und mit, sind ja Silikon oder? Hauptkunststoff. Hauptkunststoff, ja. Also wenn das schön besorgen, ja. Dann wieder, wenn wir das auch ein bisschen schmutzig machen, das Auto, genau, weil das der Manfred ist der Experte, mit Dinge alt aussehen zu lassen, ja. Und benutzt aussehen zu lassen, wie bei meinem Dreiachser, was er gemacht hat, auch. Und von dem her werden wir da ein bisschen Lehm einhauchen und vielleicht werden wir uns noch spüren, dass wir hinten noch ein Licht reinmachen. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, der Manfred draußen, glaube ich, dreimal mir wiederholt, ich greife da nichts an, ich ändere da nichts. Okay, ich spüre mir vielleicht mit den Dämpfer, vielleicht ein paar Tropfen Öl rein, das ist vielleicht nicht so hageln, ja. Aber ich vermute einfach, es ist kein Öl drin in den Dämpfer. Aber es sind so solide Dämpfer mit Alu-Sachen, Alu-Kappen. Also, das ist das Einzige, wo ich sage, okay,
Aber sonst war das wirklich pipifein. Also es schaut so geil aus, dem Auto von vorn zu zum Schauen. Also die Fernsteuerung wirklich mit der Größe. Das ist sogar 4-Kanal-Fernsteuerung gewesen. Ne? Du kannst sogar einen 4. Kanal irgendwas steuern, dann sagst du, machst da Winch dazu oder so, das ist vielleicht das eine, was ich noch dazu bauen würde, eventuell. Genau. Ja, Seilwinden, ne? Richtige. Und ansonsten einfach mega. Also mehr kann ich nicht dazu sagen. Was sagst du, Manfred, nochmal ein Fazit dazu? Also für das Geld ein so wunderschönes Geldfahrzeug mit diesen ausgesprochen guten Eigenschaften ist echt top. Ja. Top, wirklich. Also von dem her, es werden einige Videos folgen dann, wenn wir ein bisschen Ausfahrt machen hinter Manfred, also im Gelände auch. Also ich habe schon viele Geländeautos gefahren, also ich bin echt begeistert. Von mir kriegt das Ding 4,9 Sterne von 5, ja. Der 1 Stern einfach vielleicht nur dem 0,1% für die Federung, aber um das Geld darf man nicht jammern, das ist einfach jammern auf hohem Niveau. Also Top-Auto, ich liebe es und mit dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch einen Daumen hoch da, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren und dann Abo da lassen und dann geht's weiter bis zum nächsten Video. Ciao, euer Gerry. Danke, ciao. Manfred, für den Besuch. Ciao.